Hey meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Data von Taha. Schön, dass ihr wieder da seid. Freut mich sehr. Meine lieben Freunde, zuerst muss ich mich bei euch entschuldigen. Letzte Woche konnte ich für euch kein Video hochladen und auch kein Video drehen. Es lag daran, weil ich wahnsinnig viel zu tun hatte. Ich war bei Lord Hair vor Ort in Frankfurt. Dort fand ein Sommerfest für Influencer statt. Und dort haben wir auch noch ein paar Strategien ausgearbeitet. Das Ganze habe ich natürlich für euch gefilmt und werde euch das auch in den nächsten Tagen auch zeigen. Aber eine gute Nachricht, ich bin diese Woche wieder für euch da und zwar mit einem ganz, ganz interessanten Thema, vor allem sehr interessant für Anfänger und für Leute, die sich für ein Haarsystem in Zukunft entscheiden sollten. Deshalb zieht euch das Video auf jeden Fall bis zur letzten Minute rein, denn es handelt sich hierbei um die Nachteile eines Haarsystems. Und ich erzähle euch das nicht, weil ich euch irgendwie ärgern möchte oder weil ich euch die Freude wegnehmen möchte, sondern weil ich mit der Thematik offen und ehrlich und transparent auch umgehen möchte. Und unsere Company legt wahnsinnig viel Wert darauf. Jeder Kunde, der sich für ein Haarsystem bei uns entscheidet, den erzähle ich erstmal die Nachteile, da muss er die Nacht drüber schlafen und dann kann er sich dann entscheiden, ob er so ein Haarsystem haben möchte oder nicht. Und deshalb starten wir gleich mal mit Punkt Nummer 1, der erste Nachteil bei einem Haarsystem. Als erstes solltet ihr eins wissen, bevor ich loslege, ein Haarsystem ist wie ein Verschleißteil oder es ist ein Verschleißteil. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit einem Auto. Man kauft ein Auto, es sieht erstmal ganz neu aus, toll aus und mit der Zeit nehmen die Verschleißteile ab und dementsprechend muss man es auch wechseln. So ist es im Endeffekt bei einem Haarsystem auch. Und jetzt starten wir mal mit Punkt Nummer 1. Als allererstes, was ihr wissen solltet, ist, die Haare auf einem Haarsystem bleiben nicht für immer dran. Die lösen sich natürlich mit der Zeit. Wenn das in Folie ist, da werden dann die Haare injiziert. Wenn das ein Netzhaarsystem ist, da werden sie letztendlich geknotet. Und durch die Wettereinflüsse, durch eure Aktivitäten, durch das ständige Abnehmen und Aufsetzen, Pflegen, Kleber ab, Kleber wieder ran, durch das Wälzen im Bett, lösen sich irgendwann mal die Injizierung oder die Knoten und dadurch verliert ein Haarsystem an Haare. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wie lange hält so ein Haarsystem? Das ist natürlich völlig unterschiedlich. Da richtet man sich sicherheitshalber immer nach dem Hersteller. Der Hersteller sagt meistens 3 Monate, ab dann soll man ein Haarsystem wechseln. Kann man so nicht pauschalisieren. Es hat was damit zu tun, wie ihr eure Haare pflegt, wie die Aktivitäten sind, wie die Wetterverhältnisse sind. Das kann man so nicht pauschalisieren. Aber der Hersteller sichert sich immer meistens ab, indem er sagt, es hält 3 Monate. Das ist das Erste, was ihr wissen solltet. Das Zweite, was ihr definitiv wissen solltet, ist, ein Haarteil verliert an Haarfarbe. Auch das hat was mit den Wetterverhältnissen zu tun. Beispielsweise seid ihr Leute, die sehr viel in der Sonne sind, sehr viel im Pool sind. Ja, das sind so Sachen, die sorgen dafür, dass das Haarsystem an Haarfarbe verliert. So müsst ihr euch das vorstellen. Gerade die Sonneneinstrahlung sorgen dafür, dass es etwas schneller geht. Deshalb, wenn ihr euch ein Haarsystem bestellt, da ist dann gerade im Sommer, da empfehle ich euch, nehmt eins oder zwei Nuancen etwas dunkler, weil wenn es heller wird, ähnelt das euren echten Haaren relativ schnell. Und dazu habe ich sogar noch ein spezielles Video gedreht. Man kann es leider nicht verhindern. Das hat nichts mit der Qualität des Haarsystems zu tun oder mit dem Hersteller zu tun. Das ist totes Haar und da passiert das halt. Und bei echten Haaren passiert das letztendlich auch. Da merkt man, dass eure echten Haaren im Sommer etwas heller werden. Und bei einem Haarsystem ist im Endeffekt ja auch nichts anderes. So müsst ihr euch das im Endeffekt vorstellen. Und das kann man leider nicht vermeiden. Man kann da nur vorbeugend arbeiten. Der dritte Punkt, was ihr wissen solltet, ist der Ansatz. Bei vielen Leuten, gerade jetzt zu dieser Sommerzeit, löst sich das Haarsystem manchmal am Ansatz aus unerklärlichen Gründen. Und das kann man nicht vermeiden. Vor einer Stunde hat es richtig gehaftet.
eine Stunde später löst sich das Haarsystem und das kann man leider nicht vermeiden. Es ist nun mal so, wie es ist, meine lieben Freunde. Und das hat was wieder mit eurer Kopfhaut zu tun. Eure Kopfhaut ist dann gerade jetzt zu diesen Wetterverhältnissen total irritiert. Mal ist es heiß, dann kühlt es wieder ab, dann hat eure Kopfhaut den Kleber auf dem Kopf. Dann stoßt es erstmal Schweiß aus, weil sich das natürlich irgendwie generieren möchte, eure Kopfhaut. Und aus dem Grund löst sich das dann auch. Und das kann man leider nicht vermeiden. Oder man muss manchmal den Kleber optimieren oder was auch immer. Aber das kann man nicht leider vermeiden. Manchmal löst sich das Haarsystem und es ist nun mal halt so, wie es ist. Der nächste Punkt wäre natürlich ein Haarsystem, was man nicht vergessen darf, ist ja was Unnatürliches. Das heißt, es kann durchaus manchmal vorkommen, dass es hier vorne am Ansatz etwas ersichtlich wird. Was ist das Endresultat daraus? Bei euch entsteht Stress, weil ihr denkt, jeder sieht das jetzt. Tatsächlich hatte ich das letzte Woche, wo ich mit meiner Frau shoppen war, da hat man es wirklich bei mir gesehen, muss ich selber sagen. Aber ich stehe dazu, mir ist es scheißegal, was die anderen sagen. Und da habe ich dann zum Beispiel gesehen, einer, wie er genau raufgeguckt hat, das sind meistens Männer mit wenig Haaren, die achten meistens extrem drauf, wie er da hingeguckt hat und zu seinem Kumpel irgendwie so gezeigt hat, dass man es bei mir halt sieht. Ja, mir ist es scheißegal, andere sind dadurch natürlich auch gestresst. Also das kann durchaus vorkommen, dass irgendwann mal, wenn die Haare vorne ausfallen oder ihr eure Haare nicht richtig gestylt habt, da entwickelt man auch so ein Fingerspitzengefühl irgendwann mal dafür, um zu wissen, wie man es besser kaschieren kann. Da ist es dann so, dass es dann durchaus kommen kann, dass der ein oder andere das sieht, und wenn man nicht dazu steht, dann ist man meistens hinterher dann auch gestresst. Deshalb auch meine Empfehlung an euch, steht dazu, wenn ihr euch für ein Haarsystem entscheiden solltet, um diesen Stress für euch selbst zu vermeiden. Der nächste Punkt ist die Pflege eines Haarsystems. So wie eure echten Haare muss euer Haarteil natürlich auch gepflegt werden. Da ist die Pflege natürlich etwas intensiver. Ihr müsst es abnehmen, ihr müsst den Kleber wegkratzen, ihr müsst es einlegen in unterschiedlichen Bäder. Also Shampoo, Balsam, was auch immer, Tiefenreinigungsshampoo, weil das halt gesondert gepflegt werden muss, weil das halt eine tote Wurzel ist. Es ist ein totes Haar, das muss speziell anders gepflegt werden. Das Endresultat daraus ist, ich habe Kunden, denen war es einfach viel zu stressig und die haben sich dann entschieden, ich mache mir eine Glatze, mir ist ein Haarsystem egal, ist mir einfach zu stressig, haben die gegen die Wand geschleudert und Thema war durch. Also ein Haarsystem muss natürlich ganz speziell gepflegt werden. Das erfordert Zeit am Anfang. Ich habe die erste Zeit 3 Stunden gebraucht. Inzwischen brauche ich nur 20 Minuten, weil ich in der Routine drin bin. Also das ist eine Sache, worauf ihr euch natürlich auch einstellen müsst. Ein nächster Faktor, was auch sehr, sehr wichtig ist, ist die Psyche, meine lieben Freunde. Und das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Gerade bei Anfängern, da sind die meistens sehr, sehr gestresst, weil die Angst haben, es könnte man sehen, wie kriege ich das richtig gestylt, dass die anderen es nicht sehen. Viele von euch haben Ängste, was passiert, wenn sich das Haarsystem dann plötzlich löst, was meistens auch der Fall ist, gerade am Anfang. Dann sind viele von euch mit voller Ängste, wissen mit der Situation nicht richtig umzugehen. Was könnten denn die anderen über mich denken? Und dadurch fallen sie in einen enormen Stress. Ich habe Kunden, wo sich das Haarsystem gelöst hat, die waren so in Panik, dass sie sich dann erstmal krank gemeldet haben auf Arbeit. Naja, Leute, also meine Empfehlung ist erstmal, damit macht ihr euch das viel einfacher, wenn ihr das erstmal euren Kollegen grundsätzlich, euren Freunden erstmal erzählt. Und es gibt da durchaus Leute, die total taktlos sind, die dann mit dummen Spruch ankommen, was hast du denn da für ein Fifi auf dem Kopf, oder einen den Spitznamen geben. Also das gibt es natürlich auch. Und ihr würdet es euch weit einfacher machen, wenn ihr einfach dazu steht und den Leuten schon vorher Bescheid sagt, Leute, morgen habe ich Haare auf dem Kopf, bitte respektiert das. Es gibt immer taktlose Leute, davon ja, muss man dann auch ausgehen. Aber wenn man dann dazu steht, vereinfacht das ein für sich selber. So mache ich das. Die erste Zeit war bei mir total anstrengend. Ich wusste nicht, mit der Situation richtig umzugehen. Und irgendwann mal stand ich so dazu, habe das jedem erzählt. Und die Reaktion war meistens weit positiver, als ich es mir vorgestellt habe. Deshalb mein Tipp an euch, steht dazu definitiv.
Meine lieben Freunde, das sind natürlich so die größten Nachteile, die man als Haarteilträger auch erlebt. Und wie gesagt, ich will euch nicht ärgern, sondern mir ist es wichtig, dass ihr wisst, worum es geht, wenn ihr euch für ein Haarsystem entscheiden solltet. Weil im Nachhinein ist dann der Geschrei ganz groß, wenn es dann doch nicht so ist, wie ihr euch das vorgestellt habt. Wie gesagt, viele von euch haben die Vorstellung, dass sich das zusammenschmelzt mit der Kopfhaut. Leute, das funktioniert einfach nicht. Das ist halt nun mal was Unnatürliches. Und wenn man sich die Videos anguckt, auf Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, wo auch immer, da sieht man die Friseurin, wie sie sich da so freut, den Kunden das Haarsystem auf den Kopf setzt, wie der Kunde aufsteht, die Friseurin umarmt und glücklich ist. Ja, das ist auch die Realität. Das seht ihr auch bei mir in diesem Video. Wir verkaufen ja auch letztendlich nicht nur Haarsysteme, wir verkaufen auch Emotionen. Und das erweckt natürlich auf eurer Seite dann wieder die Motivation, zu einem Haarteilstudio zu gehen. Verstehe ich auch absolut. Aber mit der Zeit lässt halt dieses Schöne auch natürlich nach. Und deshalb ist es mir auch sehr wichtig, dass ich mit der Situation oder euch die Situation so transparent erkläre, dass ihr wisst, was auf euch in Zukunft kommt. Meine lieben Freunde, ich hoffe, die Sendung hat euch auch weitergeholfen heute. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet, indem ihr auf meinen Online-Shop geht, www.datafonta.de und vielleicht das ein oder andere Produkt kauft. Darüber würde ich mich freuen und das ist auch eine große Unterstützung für uns. Ansonsten, wenn ihr euch ein Haarsystem bestellen möchtet, von der Firma Lord her, macht von meinem Rabattcode Gebrauch. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung mit drin. Dort könnt ihr unter www.lordherrdeutschland.de mal raufgehen und einmal von meinem Rabattcode Gebrauch machen. Das spart ihr natürlich auch etwas Geld. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Gebt mir ganz viele Likes, abonniert meinen Kanal und unterstützt mich weiterhin, das Thema Männer und Haarteile in dieser Gesellschaft zu normalisieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, bleibt natürlich gesund und denkt immer an eins, pflegt eure Härchen, euer Ihabchen. Bis nächste Woche.